So, ihr seht, ich habe nun meinen Schaft in meiner gewünschten Länge von 12 cm fertig gestrickt. Den Marker habe ich von hier etwas nach oben gerückt, damit ich ihn nicht übersehe. Ich habe auch schon nach dem Schaftmuster eine Runde mit rechten Maschen gestrickt, weil wir jetzt nur noch glatt rechts stricken. Wir haben hier die erste Nadel, die zweite Nadel, die dritte Nadel und die vierte Nadel. Der Anti-Rutsch-Kniff und die fixe Ferse, die Zu- und Abnahmen für die fixe Ferse, werden über die erste und zweite Nadel gestrickt. Über die dritte und vierte Nadel stricken wir glatt rechts. Hier stricken wir auch glatt rechts über die erste und zweite Nadel, bloß dass wir hier Zu- und Abnahmen haben. Die haben wir auf der dritten und vierten Nadel nicht. Jetzt machen wir die erste Abnahme für den Anti-Rutsch-Kniff. Dafür stricken wir rechte Maschen bis zwei Maschen vor Nadelende. Dann heben wir eine Masche ab. So, jetzt mal gucken, dass ihr das seht. Also eine Masche abheben, eine Masche rechts stricken. Ziehe ich die so lang? Eine Masche rechts stricken und die abgehobene Masche über die rechts gestrickte heben. Das war jetzt Ende erster Nadel. Anfang zweite Nadel stricken wir zwei Maschen rechts zusammen. Dann weiter glatt rechts. Und über die dritte und vierte Nadel werden auch nur rechte Maschen gestrickt. Dann folgt eine Runde über alle vier Nadeln, auch wieder nur mit rechten Maschen, ohne Abnahmen. Jetzt hier nochmal rechte Maschen, hier rechte Maschen und dann nochmal über alle vier Nadeln rechte Maschen. Und dann macht ihr nochmal die gleiche Abnahme auf der ersten und zweiten Nadel, wie ich sie euch vorhin gezeigt habe. Ich habe nun zweimal meine zwei Abnahmen gemacht, also einmal am Ende von der ersten Nadel und am Anfang von der zweiten Nadel. Am Ende der ersten Nadel habe ich eine überzogene Abnahme gemacht und die habe ich zwei Maschen rechts zusammengestrickt am Anfang von der zweiten Nadel. Es folgte dann eine Zwischenrunde. Und dann kam die zweite Abnahme. Jetzt folgen vier Zwischenrunden nur glatt rechts, ohne Abnahme. Und dann machen wir die Zunahme. Ich habe nun meine vier Zwischenrunden fertig. Jetzt möchten wir ja gerne wieder hier unsere Maschenanzahl drauf hatten, haben, die wir ursprünglich hatten. Dafür müssen wir jetzt wieder am Ende der ersten Nadel und am Anfang der zweiten Nadel Zunahmen machen. Also ich stricke bis zum Ende der ersten Nadel. Eine Masche vor Ende der ersten Nadel. So, jetzt gucke ich mal, damit ihr das vernünftig seht. Also wir haben ja hier einen Querfaden. Diesen Querfaden nehme ich hoch und lege ihn auf die linke Nadel. Dann gehe ich von links nach rechts in die Masche hinein, hole den Arbeitsfaden und stricke diese Masche verschränkt rechts ab. Na, jetzt will sie nicht. Mich auch immer mit den Nadeln vorsehen, damit ich euch die nicht ins Gesicht reinpiekse. So, jetzt haben wir eine Masche
zugenommen. Die nächste Masche rechts. Das war jetzt Ende der ersten Nadel. Jetzt sind wir am Anfang der zweiten Nadel. Da strecken wir zunächst eine Masche rechts. Da haben wir hier den Querfaden. Dieser. Den nehmen wir jetzt auch auf, die linke Nadel, aber von vorne. So legen wir den drauf. Und dann stricken wir hier hin, gehen wir von rechts nach links in die Masche hinein, holen den Arbeitsfaden und stricken die neue Masche rechts ab. Und dann geht es mit rechten Maschen weiter. Also dann stricken wir wieder hier über die Maschen, restlichen Maschen der zweiten Nadel rechts, dann wieder dritte, vierte Nadel rechts. Und es folgt eine Zwischenrunde nur mit rechten Maschen ohne Zunahmen. Dann kommen die gleichen Zunahmen noch einmal am Ende der ersten Nadel und Anfang der zweiten Nadel. Und dann beginnen wir endlich mit der Ferse. Um euch das nochmal etwas genauer zu zeigen, also bei den Anleitungen ist auch immer eine Strickschrift dabei. Und das hier ist die erste Nadel, die zweite Nadel. Und ihr seht, hier haben wir die 2x2 Abnahmen gemacht mit jeweils einer Zwischenrunde für den Anti-Rutschkniff. Es folgen 4 Zwischenrunden, dann 2x die Zunahmen wieder für den Anti-Rutschkniff. Das ist die erste Nadel, zweite Nadel. Nach den Zunahmen haben wir wieder unsere Maschenanzahl vom Anfang auf der Nadel für unsere gewünschte Größe. Und jetzt machen wir am Anfang der ersten Nadel und am Ende der zweiten Nadel Zunahmen für die Ferse.